new spider sense is a trip. Either I'm not used to it yet, or I'm sensing one of the fragments closing in on me. Nope, I was right. Well, at least I found it. Spider, don't fade on me yet. What are you supposed to be? A demonic kumquat? You can call me. Jawohl, der Hobgoblin, der aus dem Meer. Spider-Man needs one. Newsflash, Hobby. You're not my first goblin. But this goblin has one thing the others never had. The fragment. Yes, and with its power, I'm going to tear this world apart. Ja, der Hobgoblin, das ist eigentlich ein Goblin aus dem Jahr 2299. Der kommt nur ganz am Rande in den Comics vor, aber interessant, dass er hier mal auftaucht. Wir schauen uns mal schnell an. Schmettere Hobgoblin dreimal während des freien Falls. Sowas hasse ich. So, dann Attacke 1. Nein, das zählt noch nicht. Okay, ich muss erstmal ihn punchen. Ich weiß gar nicht, wie man den stoßt. Ich glaube, achso, wenn ich ihn gegen irgendwelche Obstacles lenke. Jetzt muss ich erstmal versuchen, ihn... Oh, shit, man. Ich hasse diese freien Fall-Dinge. Ah, verdammter Mist. So, jetzt bist du fällig, Kollege. Soll ich also dreimal schmettern? Dann machen wir das. Ich muss in ein Hindernis rein. Mist. Oh, shit. Ah, diese verfluchten... Ah, ich habe ihn aber immerhin im freien Fall geschlagen. Irgendeine Herausforderung. Habe ich ja geschafft, aber ich meine sogar, da kommt noch mal was. Okay, das mit dem Stoßen habe ich leider nicht geschafft. Nanofiber? How'd you get your claws on that? You love to know. Yeah, that's why I asked. Aber immerhin haben wir was anderes geschafft. Das mit dem anderen Stoßen machen wir noch. Es kommt noch mal was zum Fallen. Gut, wir haben ihn ja bei 25 Mal geschlagen. Das ist nicht schlecht. Zwinge ihn dazu, dass er seine Bomben fallen lässt. Was haben wir denn hier noch? Besiege den Gegner mit aktiver Schneller. Das ist landen auf einer der hohen Antennen. Das ist auch einfach in der... Dacharena. Ach so, das haben wir jetzt auch noch nicht. Machen wir erstmal das hier mit den Bomben fallen lassen. Das ist auch etwas, was ich etwas schwierig finde. Ah, ich hab die Defensivhaltung. Okay. Ich weiß, dass ich eine seiner Bomben nehmen muss und die zu ihm zurückschleudern soll. Na komm her. Aber dadurch hat er sie nicht fallen gelassen. Das geht wahrscheinlich auch eher nur bei einem anderen Kampf. Aber gut, wir warten mal einen Moment. Nein! Ich kann also nicht warten. Ich muss sie schmeißen. Stop it, man. Obwohl, jetzt! Okay, wenn ich diesen Zeitpunkt besser getimt kriege, kann ich mal versuchen, ob ich... Wo ist er hin? Okay, wir gehen mal in die Defensivhaltung. Ist besser. Okay, ich muss mal gucken. Ne, dadurch lässt er nicht fallen. Ansonsten höre ich mal auf, den so zu attackieren und dann nehmen wir die Bomben einfach und schmeißen sie so auf ihn. Okay, er lässt sie dadurch nicht fallen. Dann nehmen wir jetzt die Bomben und attackieren ihn zurück. Und frisst das! Ah, cool, er liegt am Boden. Jetzt punchen wir ihn noch ein bisschen. Ah, stop it. Aber wäre echt mal cool, wenn wir so ein Spider-Man... Wow. Spider-Man-Game hätten mit 2099, wo wir auch so durch die Zukunft schwingen könnten. Ich meine, hier gibt es ja viel zu tun eigentlich sonst, ne? Wenn man sich mal diese hohen Bauten anguckt. Hat man bestimmt hätte man ein geiles Free-Roam-Feeling. Scheiße, was mache ich? Ich wollte seine Bomben nehmen. So, jetzt. Ah! Verdammter Mist. Ich hasse dieses Timing. Jetzt aber. Ah! Ich
Schnell, schnell, schnell! Wow, wow, wenigstens habe ich eins erwischt. Dieser Kampf ist verdammt schwer. Was soll denn der Mist? Ah! Ich verliere hier noch meine ganzen Leben. Achtung, Achtung, jetzt macht er Super Charge. Oh, shit. Oh, stop it, man. Und das war's erstmal für dich für Runde 1. In dein Face, Hobgoblin. Okay, wir sollen Hobgoblin verfolgen. Vorher schauen wir uns das Schicksalsnetz an. Die Spider-Man 2099er Herausforderungen sind teilweise ganz schön schwer. Ja, gewinne den ersten Kampf gegen Hobgoblin. Zerstöre 5 Düsenbikes. Machen wir auch mal markiert. Besiege 5 Wasserspeier im letzten Kampf. Ah ja, das sind die anderen Sachen. Die kommen so. Ich könnte ja eigentlich das mit den Stößen. Okay. Ich soll also auf. Ja, nerv nicht. Cool, hier sind überall Wolverine-Werbung. Ich will mal ganz kurz was gucken. Irgendwo sollte ich doch landen, oder? Warte mal, das war da mit den Bomben. Land auf einer der hohen Antennen im Schwebebahnabschnitt. Bin ich nicht auf einer der hohen Antennen gelandet? Okay, das zählt wohl nicht. Ah, wir können... Ah, das ist eine Antenne. Dann schauen wir nochmal ganz kurz, was wir jetzt dadurch noch bewirkt haben. Und dann gehen wir nochmal ganz schnell in die Upgrades rein. Lande, lenke 3 Raketen. Ah ja. Das gibt sich alles auch eigentlich. Ich mach das mal mit den Stoßen weg. Wir machen mal das mit den Raketen. Und ja, das mit den Bomben. Naja, heben wir uns auch nochmal auf. Bis zum nächsten Kampf gegen ihn. Was haben wir hier nochmal? Okay. Die Wasserspeier interessiert mich jetzt auch nicht. Halt, ich wollte noch bei den Upgrades machen. Jetzt, da wir ja Spider-Man 2099 haben, können wir ja die Schnellsichtregeneration aktivieren. Die Schnellsicht, das kennen wir noch. Das ist dieser Bullet-Time-Effekt aus Edge of Time. Der hieß ja halt etwas anders. Hat man ja gesehen. Was haben wir denn hier an Fertigkeiten? Bring den Kampfton. Ah ja, das ist eine nette Combo. Vielleicht nehme ich die. Ein Konter, naja. Brauche ich jetzt erstmal noch nicht. Erstaunlicher Netzzyklon. Ah, das ist eher was für Amazing Spider-Man. Das müssen wir uns dann noch aufheben, weil dauert erstmal, bis wir wieder mit dem dran sind. Nehmen wir doch mal den schönen Spinnenschwinger. Warum nicht? Und die restlichen Orbs sparen wir noch. Okay. Dann geht's jetzt mal zu unserem Hobgoblin. Ah ja, da drüben ist wieder ein Kampf. Würdest du bitte da hochklettern? Ja, der ist schon wieder mit Schock. So, aber jetzt seht ihr mal, so können wir Gegner entwaffnen. Wenn der hier aufhören würde, mich die ganze Zeit zu patschen. Hört doch mal auf, Jungs. Was es mit dieser Schnellsicht auf sich hat, die lernen wir auch noch. Hey, was willst denn du? Stop it, man. Verdammt, wie die mich hier alle natzen. Was soll denn der Mist? Okay, jetzt punche ich dich so. So, du fliegst auch. Gib mir deine Waffe. Und punch, punch, punch und tschüss. Ah, der ist immer noch nicht besiegt. Ah doch, okay. Gut. Gehen wir jetzt mal hier weiter. Wir müssen halt warten, bis Madame Web für uns die anderen Fertigkeiten aktiviert. So, jetzt habe ich den entwaffnet und seine Waffe zu ihm zurückgeschleudert. Irgendwoher hat Spider-Man Waffe einen Angriff signalisiert bekommen. Ah ja, ich weiß, was wir noch hier machen müssen. Hier war irgendwas.
Doch, die Netzschüsse schon aktiviert, oder? Warte mal, wie war das nochmal? Ich muss mal ganz kurz was gucken. Wie das mit den Netzschüssen war. Defensivhaltung. Aha, aha. Aus der Distanz gegriffen werden. So, wie ist nämlich... Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, müsste ich irgendwas mit diesen Ventilatoren machen. Na gut, dann halt nicht. Müssen wir warten, bis ich die anderen Fertigkeiten auch habe. Beziehungsweise die anderen Herausforderungsmöglichkeiten. So, was wollt ihr denn, Jungs? Ah ja, okay, ihr wollt Schlägerei, ich hab's schon gemerkt. Na gut. Ja, das Problem ist, Public Eye Patrol denkt, wir machen mit dem Hobgoblin gemeinsame Sache. Das ist halt ein kleines Problem. Und ja, diesen Spinnensinn hier, den haben wir ja auch nicht. Ah, Mist. Den hat ja Spider-Man 2099 auch nicht gehabt. Das ist jetzt auch Besonderheit von Madam Web. Okay, das war erstes Düsenbike, zweites Düsenbike. Schwingen wir mal herum. Suchen noch welche. Das meinte ich. Man hat so viel schönen freien Spielraum. Wir brauchen unbedingt mal ein Open-World-Game über Spider-Man 2099. Das wird richtig Laune machen. Weil ich meine, momentan bewege ich mich ja fast nur so in einem Korridor. Auch wenn er ziemlich frei in der Luft ist. Wer greift mich an? Ah ja. Ich sehe schon, ich sehe schon. Nächstes Düsenbike. Und... Hab ich jetzt... Ich habe gerade tatsächlich einen Gleiter genommen und ihn gegen dieses Düsenbike da geschmissen, okay. Du bist auch noch völlig... Na, da haben wir doch die Düsenbike-Patrouille ausgeschaltet. Und was gibt es dadurch jetzt noch an neue Herausforderungen? Zeig's mir mal. Trifferoffizier da mit Bänke. Naja, da gut, das habe ich jetzt nicht gewusst, dass ich das hätte machen sollen. Und 5 Gegner mit Hobgoblin-Bomben. Nehmen wir das doch mal. Weil das ist etwas, was als nächstes passieren kann. Ja, wie gesagt, die Spider-Man 2099-Herausforderung, mit denen war ich nie so gut vertraut. Aber naja, man kann ja auch nicht alles gleich mit einmal haben. Ich sagte ja, wir machen das irgendwann mal als 100%-Run, als Replay. Auf einer PS3 oder so, ne? Vielleicht auch mit Trophy Guide oder so. Mal schauen, was die Zukunft bringt. Aber erst einmal müsst ihr euch hiermit vergnügen. Oh, Shark schon wieder. Ah ja, jetzt. Jetzt kann ich die Schnellsicht aktivieren. Das ist dieser blaue Balken da oben. Wenn ich den aktiviert habe, lenke ich die Rakete wieder um zu dem hier. Okay, nehmen wir mal die mit den Bänken, die Aufgabe noch. Das ist keine Bank. Gut, dass ich sie weggekickt habe. Oh! Nein, na lass mich doch in Ruhe. Was soll der Scheiß? Ich wollte... Lass mich doch in Ruhe, ich will die Bank nehmen. Oh, ich muss mich hier verdreschen lassen. Das war nicht beabsichtigt. Wow. So, nächste Bank. Und noch eine. Und dann haben wir das auch mal gemanagt. So, jetzt lasse ich mich von dir noch angreifen. Damit deine Raketen dich auch treffen. Nein! Verdammt! Okay, dann werde ich erstmal dich los. Da, Punch, Punch, Punch. Okay, das ist down. Na komm, schieß nochmal. Und tschüss. Okay. Ah, dadurch könnte ich dafür sorgen, dass Hobgoblin seine Bomben fallen lässt. Ah, da muss ich aber erstmal wieder hier gucken. In der Herausforderung. Okay, okay. Das ist wieder nur Spinnenembleme sammeln. Ja gut, das habe ich mir schon gedacht. Er hat eine von 3 Bomben schon fallen gelassen. Wow, was macht ihr denn hier? Okay, ich weiß, was wir machen.
Ich lasse mich mit Absicht mal ein bisschen so punchen. Matrix lässt grüßen. Ey. Warum? Okay, stop it. Ich brauche irgendwas. Ich muss diese Bomben auf die Gegner schmeißen, aber... Ey. So, habe ich jetzt einen getroffen? Naja, nicht wirklich, oder? Ah! Dann machen wir das halt ein andermal. Wo habe ich sie hingekickt, die Bombe? Hier ist gar kein Gegner mehr. Dann versuchen wir dafür zu sorgen, dass der Hauptgoblin seine Bomben fallen lässt. Jetzt! Ah, zu langsam. Mist. Ich hasse diese Herausforderung. Weil ich mein Timing immer verhunze. Friss das. Mist! Schon wieder zu spät. Aber jetzt. Nein! Auch nicht. Ich kann diese Herausforderung nicht. Verfluchter Hobgoblin. Ich habe jetzt nichts mehr gleich zum Schmeißen. Was zum Henker? Wo ist das abgeprallt, diese bescheuerte Bank? Hey, warum schmeißt du die automatisch weiter? Was soll das? Das hatte ich eigentlich so nicht gedacht. Dann müssen wir uns das doch noch für später aufheben. Dann schmeiße ich dich jetzt nur mit den Bomben ab. Das ist ganz schön schwer, was der hier von mir will. Und tschüss. Komm nochmal. Stimmt, ich hätte eigentlich die Schnellsicht-Power aktiviert haben können, aber... Wir kriegen das noch irgendwie hin. Und wenn nicht, ist auch nicht tragisch. So! Hast du immer noch nicht genug? Halt die Klappe jetzt. Lacht wie so ein Geisteskranker, ey. What the? Da holt hier die halbe Public Patrol vom Himmel. Na gut. Jetzt darf ich erstmal hier schön ihm hinterherklettern. Na super. Jetzt jagen die mich auch noch hier hoch. Okay, hier hat keiner von euch irgendwie eine Rakete oder so, die ich umlenken kann. Bams. Schöner Free-Flow-Angriff. Kann ich das auf ihn schmeißen? Nee, okay. Was hätte ich jetzt so gedacht, dass ich den hinterherkomme? Du Kunde.